Morgen, schön, dass ihr alle wieder hier auf meinem Kanal seid. Ich möchte heute mal wieder was mit Paste machen. Und ja, ich habe mir die Paste wieder angerührt und du kannst auch gebrauchsfertige Paste nehmen. XL-Palettenmesser. Soll wieder deine Hand nehmen. Naja, wir schauen mal. Viel Spaß mit dem Video. Ich bin selber gespannt. Mal gucken, was ich hier heute fabriziere, sozusagen. Also ich gebe erstmal die Paste auf die Leinwand drauf, verteile die erstmal so ein bisschen. Das große Palettenmesser eignet sich immer total gut, finde ich. Damit kann man erstmal die Paste verteilen, gerade bei der großen Fläche. Ja, wenn man das macht, da kommen schon so die ersten Ideen. Und ja, man bekommt auch ein gutes Gefühl für die Größe der Leinwand, für die Fläche. Kannst natürlich auch die Hände nehmen, wie bei dem letzten Video. Diesmal in die Paste. So ein schönes Gefühl, finde ich. Ähnlich wie beim Töpfern. Da nimmt man ja auch so den Ton in die Hand und formt den so schön. Hat was sehr Beruhigendes, aber ich möchte jetzt erstmal Linien reinbringen, deswegen nehme ich nochmal das Palettenmesser. Ja, ich wechsle hier so gedanklich in die Berge, aber ich muss auch an die Lichtreflexe im Meer denken. Muss jetzt erstmal trocknen. Komm, wir gehen mal kurz raus. Ich zeig dir mal, wo ich es jetzt hingestellt habe. Denn hier scheint so schön die Sonne gerade rein oder die Sonne kommt gerade rum. Und ja, es kann jetzt hier einfach mal eben in der Sonne trocknen. Jetzt habe ich sie wieder. Ist trocken, ist richtig warm noch und fühlt sich gut an. Also hier diese Linien, die finde ich schön, die inspirieren mich. Und ich will das ein bisschen fließen lassen, also kippe ich hier mal die Farbe rauf und schau mal, was so kommt. Herrlich. Es ist immer schön, wenn die Farbe so fließt und läuft und überhaupt die erste Farbe so drauf ist. Jetzt soll das so an den Kanten lang laufen. Ich brauche noch ein bisschen Wasser. Und wenn ich es jetzt so rüber sprühe, dann geht das so, ja, wird so punktig. Du siehst das hier. Ja, die Punkte sind nicht schlimm. Und es soll laufen. Läuft jetzt viel zu wenig und deswegen verteile ich jetzt einfach noch mal ein bisschen die Farbe hier. Wasser trocknet jetzt auch nicht so schnell. Hier löst sich auch dann immer die Farbe wieder. Es trocknet heute noch recht zügig. Durch das Wasser kann ich mir jetzt auch echt ein bisschen mehr Zeit lassen und das wieder ein bisschen anlösen. Ja, dann lassen wir es mal laufen. Jetzt verteile ich erstmal die Farbe weiter, weil jetzt zieht es langsam an, an den Rändern und deswegen verstreiche ich jetzt erstmal komplett die Farbe und schaffe mir hier eine Grundierung. Yes. Sieht schon ganz gut aus hier, die Struktur. Und es fühlt sich trocken an, auf jeden Fall. Du kannst hier die Struktur ganz schön sehen. Die habe ich jetzt so ein bisschen betont.
Und jetzt nehmen wir mal eine nächste Farbe. Und ich will es hier so rüberlaufen lassen. Habe ich eben schon versucht. Und mal gucken, wie jetzt so der nächste Versuch ist. Also erstmal Farbe drauf. Das macht ja immer Spaß, finde ich. Das ist immer ein schöner Moment. Ja, abtauchen ins Blau. Ich versuche jetzt nochmal das zum Fließen zu bringen. Nee, es fließt nicht. Also es muss erstmal ein bisschen anlösen. Ja, das ist doch schon ganz schön hier. Mal noch mal ein bisschen nachhelfen hier, schubsen das noch mal so ein bisschen rüber. Jetzt kann ich es wieder kippen, dann läuft es wieder ja auch den Spuren der Paste so ein bisschen nach. Und genau, wenn es transparenter ist, sehe ich dann auch noch mal mehr die Struktur wieder. Hat es genau die richtige Konsistenz. Und jetzt immer weiß dazu. Ja, jetzt läuft es nämlich genau mit den Farbspuren mit. Ja, das macht richtig Laune jetzt. Also macht alles total viel Spaß. Genau, und jetzt sieht man ganz schön hier, wie die Farbe so mitläuft und auch in den Spuren von der Paste auch mitlaufen. Also man sieht da jetzt richtig schön die Struktur. Das ist jetzt auch ein langsamer Prozess, wie die Farbe hier so langsam runterläuft und ja auch so einen kantigen Weg hier geht. Jetzt kann man das ganz schön sehen. Den Punkt finde ich toll. Ja, Terrasse, zweiter Teil. Ich habe die Markise erstmal runtergefahren hier, weil es so warm ist. Und ja, es trocknet jetzt schön in der Sonne. Und das kann man natürlich auch toll genießen jetzt, wie hier so dieser Trocknungsprozess ja so sein Werk tut, finde ich. Und man kann sich das natürlich auch nochmal schön angucken hier. Es ist so gut wie trocken. Ich habe jetzt keine Lust mehr gehabt zu warten, weil ich wollte jetzt unbedingt weitermalen. Es hat doch ein bisschen gedauert.
jetzt könnte ich da auch noch mal anderes Weiß drauf geben. Schöner Malprozess war das. Das trocknet jetzt erstmal zu Ende und dann gucke ich mal, wie es aussieht. Und es war ein toller Prozess. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Und ja, dieses einfach machen, das war hier auch definitiv mal wieder Programm. Meine Tasse habe ich hier gar nicht stehen. Die steht entweder draußen oder in der Küche, ich weiß jetzt nicht. Naja, der Kaffee ist alle. Das kennst du, das Video, das ist ja schon im Kanal, das ist ja ähnlich gemacht und hier habe ich nochmal so eine schöne Struktur drauf aus der Eierschale. Ja, da kannst du gerne nochmal unter das Video gucken, vielleicht schreibe ich den Link dahin, wenn ich dran denke. Und ja, es ist immer noch warm, die Sonne scheint immer noch. Das mit der Tonne hatte ich ja erklärt, genau. Und hier, schau mal, wie schön die blüht. Ich freue mich voll. Ich wusste gar nicht, ob die noch durchkommt. Irgendwie sah die ein bisschen kläglich aus. Ich muss die, glaube ich, nochmal umtopfen. Naja, eigentlich müsste sie in den Garten. Schauen wir hier nochmal ganz kurz rein. Ich wünsche dir einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Schön, dass du hier bist. Tschüss. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, hat dich inspiriert, jetzt selber zu den Farben zu greifen, dir eine Paste anzumischen oder auch eine gebrauchsfertige Paste einfach zu verwenden. Du findest dazu den Link unterm Video, da schau gerne einfach rein. Du kannst dich auch weiter informieren. Im Buch habe ich was zur Struktur geschrieben. Du kannst auf meinen Blog gehen, auf meiner Seite. Findest du Artikel, wie ich eine Paste herstelle, wie ich die Farben verdünne. All diese Fragen werden da auch beantwortet. Also guck da einfach rein, den Link findest du unterm Video. Ja, jetzt also viel Spaß beim Tun. Danke für dein Like. Dankeschön, dass du das Video likest. Das ist wichtig, damit du auch weiterhin Videos zu sehen bekommst von mir. Also Dankeschön für dein Like. Danke für deinen Kommentar. Darüber freue ich mich immer total persönlich. Das ist so eine Herzensangelegenheit. Also Dankeschön. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.